Sie müssen nicht befürchten, dass Sie nicht genug tun. Sie tun nicht genug. Und nicht nur das, Sie werden auch nie genug tun. Aber Jesus hat genug getan. Die vierte Furcht, über die wir reden wollen, ist die Furcht, nicht genug zu tun. Vor einiger Zeit haben wir in unserem Büro eine Umfrage gestartet, weil ich gern wissen wollte, was die Leute am meisten interessiert. Ich fragte also, zu welchen Themen würdet ihr am liebsten Vorträge hören? Es ist schon ein paar Jahre her, dass wir das gemacht haben. Die Antworten waren alle sehr interessant. Aber noch interessanter war, dass das Thema, das am häufigsten genannt wurde, lautete: Ich will wissen, wann ich genug tue. Das hat mich überrascht. Wann bete ich genug? Wann lese ich genug in der Bibel? Wann tue ich genug gute Werke? Wann tue ich genug? Ich habe Angst, dass ich nicht genug tue. Geht es euch auch so? Habt ihr mit derselben diffusen Angst zu kämpfen? Sitzt dieser kleine Teufel auf eurer Schulter, der ständig sagt: Was wirst du tun? 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 Was treibt uns dazu, aus eigener Kraft zu handeln? Wisst ihr, ihr solltet beten, bis ihr fertig seid. Betet nicht nach der Uhr. Wenn in eurer Kirche oder im Fernsehen jemand erzählt, dass ihr jeden Morgen 5 Stunden betet, braucht ihr nicht zu glauben, dass ihr das auch tun müsst. Das würde euch nur schrecklich langweilen und sehr unglücklich machen. Ich habe das einmal versucht. Ich kündigte meiner Familie an, dass ich ab sofort jeden Tag 4 Stunden beten würde. In unserer Kirche war eine Fürbitterin zu Besuch gewesen und auf ihr lag wirklich die Kraft Gottes. Ich dachte, gelobt sei Gott, das will ich auch. Das Problem war nur, dass sie dafür gesegnet und befähigt war und ich nicht. Ich betete 2 oder 3 Mal für all die Dinge, die mir einfielen, aber als ich dann auf die Uhr sah, waren erst 5 Minuten vergangen. Herr, hab Erbarmen! Und weil ich den Raum nicht verlassen wollte, legte ich mich auf den Boden und machte ein Schläfchen. Ich nenne das Gebetsschläfchen. Wenn ihr betet und dabei einschlaft, ist das ein Gebetsschläfchen. Ihr wacht dann immer wieder auf und sagt: Oh Herr, ich liebe dich, danke Jesus. Oh ja, ich machte ständig Gebetsschläfchen. Und dann hörte ich all die Auslegungen zu dem Vers: Könnt ihr nicht 1 Stunde mit mir wachen? Auf einmal versuchten die Christen überall auf der Welt jeden Tag 1 Stunde zu beten. Wenn Gott uns dazu befähigt, etwas zu tun, erstaunt es mich immer, dass wir das zum Anlass nehmen, allen anderen zu sagen, was sie tun müssen. Fragt mich nicht, wie lange ich bete, ich werde es euch nicht sagen, ich weiß es nicht einmal. Ich bete den ganzen Tag über. Ich weiß nicht, wie viel genau, und es interessiert mich auch nicht, ich messe und zähle solche Dinge nicht mehr. Das habe ich lange genug getan. Ich habe bei einem Bibelleseprogramm mitgemacht, bei dem man die Bibel innerhalb 1 Jahres durchliest. Dafür musste man jeden Tag 6 Kapitel lesen. Ich glaube, jeweils 2 im Buch der Sprüche und im Buch der Psalmen, sowie jeweils 1 im Alten und 1 im Neuen Testament. Ein paar Tage schaffte ich das und dann durfte ich jedes Mal ein Häkchen machen. Wir bekamen Kalender und durften Häkchen machen. Die menschliche Natur liebt Häkchen. Ich hängte den Kalender an meinen Kühlschrank. Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Ich sage euch die Wahrheit. Es gibt so vieles, was ich damals noch nicht wusste. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich ehrlich zu mir selbst sein konnte. Ich hängte ihn dorthin, damit jeder sah, was ich tat. Und solange ich meine Häkchen setzen konnte, blähte sich meine alte Natur jedes Mal vor Stolz auf, wenn ich in die Nähe des Kühlschranks kam. Ich meine, kann man noch besser sein, als 4 Stunden am Tag zu beten und in einem Jahr die Bibel ganz durchzulesen? Nun, das funktionierte eine Weile, aber dann lag ich ein bisschen zurück.
Und dann lag ich 36 Kapitel zurück. Auf einmal waren da lauter leere Felder in dem dummen Kalender. Und wenn ich in seine Nähe kam, verurteilte er mich. Ich brauchte Jahre, um darüber hinwegzukommen. Schließlich sagte Gott, hörst du jetzt endlich auf, alles zu zählen, was du tust? David zählte die Leute, um sich gut zu fühlen, und beschwor dadurch einen Fluch herauf. Oh, ich habe den Feind besiegt. Seht nur, wie viele Leute ich habe. Ihr müsst also nicht befürchten, dass ihr nicht genug tut. Ihr tut nicht genug. Und nicht nur das, ihr werdet auch nie genug tun. Aber Jesus hat genug getan. Er hat genug getan. Wir müssen tun, wozu der Geist uns anleitet. Wir müssen tun, wofür wir bestimmt und befähigt sind, und dürfen uns nicht mit anderen Menschen vergleichen. Gott segnet jeden auf unterschiedliche Art und Weise. Meine Zeit mit Gott, meine Gebetszeit am Morgen, ist wie ein geistliches Frühstück. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich weiß, wann ich satt bin. Manchmal muss ich 2 Stunden essen, manchmal 30 Minuten, manchmal 45. Aber ich merke es, wenn ich satt bin. Und wenn ich satt bin, bin ich zufrieden. Dann bin ich bereit für den Tag. Aber ich gehe nicht aus dem Haus ohne mein geistliches Frühstück, weil ich weiß, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Ich habe Schwächen. Ich brauche seine Kraft. Ich bin unvollkommen. Deshalb muss der Vollkommene zu jeder Zeit durch mich wirken. Ich muss nicht alles zählen, was ich tue. Ich glaube sogar, dass das Gott beleidigt. Und wisst ihr warum? Weil ihr euch gut fühlt, wenn ihr viel tut, und euch schlecht fühlt, wenn ihr wenig tut. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, Ziele zu haben. Wenn ihr euch das Ziel setzen wollt, jeden Tag 30 Minuten zu beten, ist das gut. Aber betet nicht aus eigener Kraft. Sitzt nicht da und versucht krampfhaft irgendetwas zu sagen, wenn ihr schon alles gesagt habt, was ihr sagen müsst. Bleibt einfach in Gottes Gegenwart sitzen und sagt, hier bin ich, Gott. Ich, das größte Wrack des Universums. Hilf mir. Nun kommt, Gott will eine ehrliche Kommunikation, keine Litanei von religiösem Unsinn. Jesus starb nicht, damit wir eine Religion haben, er starb, damit wir eine enge, persönliche, freundschaftliche Beziehung zu ihm haben können. Vertrautheit, das Leben ist real, Probleme sind real. Ladet Jesus in euer reales Leben ein, nicht nur in euer Kirchenleben, in euer reales Leben. Das gefällt mir. Lasst uns Epheser 2, die Verse 8 und 9 ansehen. Hier geht es um unsere Rettung, aber wir müssen die Verse auf jeden Bereich unseres Lebens anwenden. Denn aus Gnade, aus Gottes unverdienter Gunst seid ihr gerettet, vom Gericht erlöst und zum Teilhaber der Erlösung Christi gemacht durch euren Glauben. Und diese Erlösung kommt nicht aus euch selbst, sie entspringt nicht eurem Tun oder eurem Streben. Sie ist die Gabe Gottes. Nicht aus Werken, nicht durch die Erfüllung der Gesetze, damit niemand sich rühme. Sie ist nicht das Ergebnis dessen, was jemand tun könnte, damit niemand sich damit brüsten oder sich selbst die Ehre dafür geben kann. Und so müssen wir leben. Nummer 5 ist die Furcht, ausgenutzt zu werden. Damit kämpfe ich manchmal noch ein bisschen. Gott sagt uns, dass wir demütig und bescheiden sein sollen. Aber wenn wir diese Haltung einnehmen, haben wir normalerweise Angst, dass Menschen auf uns herumtrampeln. Wir fürchten uns davor, dass sie uns ausnutzen. In 1. Petrus 5, Vers 6 heißt es, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Bescheidenheit ist keine Schwäche, sondern kontrollierte Stärke. Ich hatte früher immer die Einstellung, so redest du nicht mit mir, so darfst du mich nicht behandeln. Ich wusste nicht,
wie ich auf Gott warten sollte, damit er mich verteidigte. Ich wollte es immer selbst tun, denn ich war in meiner Kindheit misshandelt worden und hatte mir geschworen, dass mich nie wieder jemand herumstoßen würde. Aber wenn wir solche inneren Gelübde ablegen, tun wir uns in Beziehungen manchmal schwer. Ihr müsst sehr vorsichtig sein mit Gedanken wie, ich habe Angst davor, Menschen zu vertrauen, man kann niemandem trauen. Das ist absolut wahr und ich sage euch, ihr braucht euch nicht davor zu fürchten, dass Menschen versuchen, euch auszunutzen. Manche werden das tun. Aber ihr müsst euch nicht davor fürchten. Ab und zu wird es jemand darauf anlegen, aber Gott ist euer Verteidiger und er wird sich mit den Menschen befassen, die euch missbrauchen. Gott wird sich mit ihnen befassen. Ihr könnt euch nicht komplett isolieren und euch weigern, mit anderen etwas zu tun zu haben, aus Angst verletzt zu werden. Liebe tut weh. Ihr könnt nicht lieben, ohne hin und wieder verletzt zu werden. Wenn ihr euch für die Liebe öffnet, werdet ihr Schmerzvolles erleben, aber auch ihr fügt anderen Verletzungen zu. Danke für eure Ermutigung. 2. Timotheus 4, Vers 14. Ich will, dass ihr heute einige Dinge an Gott abgibt. Legt sie ihm einfach hin. Paulus hat gesagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan, doch der Herr wird es ihm nach seinen Taten vergelten. Diese Einstellung gefällt mir. Dieser Kerl hat mich wirklich ausgenutzt und misshandelt. Vor ein paar Jahren hat Gott zu meinem Mann gesprochen und das, was er sagte, hat uns schon in vielen Situationen unseres Lebens geholfen. Er hat gesagt, niemand kann euch etwas stehlen, wenn ihr auf mich vertraut und aufrichtige Menschen seid. Ganz gleich, was sie euch auch stehlen, ich werde es ihnen wegnehmen und euch zurückgeben und wenn es dabei durch 1000 Hände gehen muss. Ich werde es euch zurückgeben. Deshalb ärgern Dave und ich uns nicht einmal mehr, wenn zum Beispiel jemand eine Reparatur bei uns durchführt und es nicht richtig macht und auch nicht wiederkommt, um es in Ordnung zu bringen. Natürlich tun wir, was wir können, damit sie ihrer Verantwortung nachkommen, aber wenn sie es nicht tun, beschließen wir einfach, uns nicht aufzuregen. Wir überlassen die Sache Gott. Sie können uns nichts stehlen. Gott, wir vertrauen dir, dass du es zurückbringst. Ich will euch zu dieser Einstellung ermutigen. Die Leute können euch nichts stehlen, wenn ihr so denkt. Ihr könnt sagen, Gott, sie können mir nichts stehlen, denn du wirst es ihnen wegnehmen und mir auf die eine oder andere Art wiedergeben. Du wirst mich entschädigen. Sonst werdet ihr euch ständig ärgern, weil man euch nicht richtig behandelt. Die Menschen werden uns nicht immer richtig behandeln, vor allem nicht in der Welt, wie sie heute ist. Ich glaube, da draußen gibt es mehr Menschen, die ihr Wort nicht halten, als solche, die es tun. Das ist schwierig und es ist eine Herausforderung. Ich habe schon erlebt, dass Menschen, von denen ich das nie gedacht hätte, Dinge getan haben, bei denen ich wirklich sprachlos war. Und das Erste, was uns in einer solchen Situation in den Sinn kommt, ist, man kann niemandem mehr trauen, ich traue niemandem mehr. Aber der zweite Teil ist falsch. Das werde ich nicht tun, denn das ist nicht fair, alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Es gibt gute Menschen, es gibt großartige, wunderbare Menschen, die ihr Wort halten und denen man vertrauen kann. Lasst nicht zu, dass der Teufel euch anlügt und die Furcht in euch weckt, dass jeder Mensch euch nur ausnutzen will. Nummer 6. Die Furcht vor dem Miteinander. Mit anderen Menschen zu tun zu haben, ist oft chaotisch. Und sogar enttäuschend. Der Umgang mit anderen zieht Arbeit nach sich. Es bedeutet, dass wir Probleme bewältigen müssen, die aus unserer Verschiedenheit und unseren Schwächen heraus entstehen. Manchmal ist das so viel Arbeit, dass wir am liebsten alles hinwerfen würden. Danke, ich mache das allein. Es bedeutet Auseinandersetzung und die würden die meisten von uns am liebsten vermeiden. Wir wollen unsere Probleme nicht angehen. Wir mögen es nicht, Dinge an andere zu delegieren. Deshalb arbeiten wir uns zu Tode und sind völlig ausgebrannt. Und dann jammern und murren und klagen wir, weil wir pausenlos arbeiten. Wir delegieren nichts an andere, weil wir uns nicht mit ihren Schwächen abfinden wollen.
Wir befürchten, dass andere die Dinge nicht genauso machen wie wir. Denn schließlich sind wir die Einzigen, die es richtig machen. Well, I'm gonna tell you something. I was about dead. Vor etwa 6 Jahren war ich total erledigt von all der Arbeit, die ich getan hatte, um diesen Dienst aufzubauen und das zu tun, was mir, meiner Meinung nach, Gott aufgetragen hatte. In der Anfangszeit war es einfacher, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, es alles nicht mehr schaffen zu können. Ich kannte nichts anderes als Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich meine, ich habe 90 Bücher geschrieben. Das war kein Urlaub. Habe ich recht? Und ich bedauere es nicht. Ich will der Gemeinde Jesu ein Vermächtnis von 100 Büchern hinterlassen. Das ist mein Ziel. Ich will, dass die Menschen meine Bücher noch lange Zeit lesen, nachdem Jesus mich nach Hause geholt hat. Einige der Bücher, die mein Leben am meisten beeinflusst haben, wurden im 16. und 17. Jahrhundert geschrieben. Wenn die Worte auf Papier stehen, stehen sie dafür immer. An der Größe unseres Dienstes und an der Menge der Aufgaben, die Gott uns gibt, könnt ihr sehen, dass dafür sehr viel Einsatz notwendig ist. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren zu meinem Mann sagte, weißt du was, ich werde nicht mehr so hart arbeiten, ich schaffe es nicht mehr und wenn das bedeutet, dass wir unser Werk verkleinern müssen, dann ist das eben so, ich kann es nicht mehr. Gerade zu dieser Zeit kam unser jüngster Sohn zurück, um für uns zu arbeiten. Er ist jetzt 31, also er war damals 25. Er hatte schon früher für uns gearbeitet, machte dann zwischenzeitlich etwas anderes und kam wieder zu uns zurück. Mir wurde klar, dass Gott ihn zurückgeschickt hatte, damit er mir einen großen Teil meiner Verantwortung abnahm. Unser ältester Sohn arbeitete bereits für uns, er ist für die Weltmission zuständig. Vieles von dem, was ich tat, hatte mit den Radio- und Fernsehproduktionen zu tun. Und dann kam natürlich noch alles mögliche andere dazu. Aber ich wusste, wenn ich je Ruhe oder Freude oder Frieden haben wollte, konnte ich das nicht mehr alles tun. Ich schaffte es nicht mehr. Sicher haben auch einige von euch schon gesagt, ich schaffe das alles nicht mehr. Hat das schon mal jemand gesagt, ich schaffe das alles nicht mehr? Jetzt haben Dave und ich kaum noch etwas mit der Leitung unseres Büros zu tun. Natürlich wissen wir, was dort vor sich geht und wir sind da, wenn man uns braucht. Wir halten uns auf dem Laufenden, aber ich widme mich jetzt dem, wozu ich eigentlich bestimmt bin. Ich kann eine Menge andere Dinge tun, aber zu alledem bin ich nicht bestimmt. Und nur weil ihr etwas tun könnt, bedeutet das nicht, dass ihr es tun sollt. Und nur weil ihr etwas einige Jahre lang gemacht habt, bedeutet das nicht, dass ihr es ewig tun sollt. Die Zeiten in unserem Leben ändern sich und irgendwann kommt der Punkt, an dem wir die Dinge an die nächste Generation weitergeben sollten. Sie macht nicht alles so, wie ich es machen würde. Wenn ich manchmal die Cover unserer CD-Alben ansehe, denke ich, das gefällt mir nicht. Aber wisst ihr was? Das ist mir nicht wichtig genug, um mich damit zu beschäftigen. So etwas passiert eben. Und um ehrlich zu sein, ich schenke solchen Dingen auch nicht mehr viel Aufmerksamkeit, denn das Endergebnis ist großartig. Gott segnet uns, unser Werk wächst und den Menschen wird geholfen. Mir muss nicht alles gefallen. Und euch auch nicht. Wir hatten einmal eine Vorstandssitzung. Zu der Zeit fiel es mir noch sehr schwer, Dinge abzugeben. Wir wollen oft, dass jemand die Arbeit tut, aber gleichzeitig wollen wir ihm sagen, wie er sie zu tun hat. Aber ihr könnt den Menschen keine Verantwortung übertragen, ohne ihnen Autorität einzuräumen. Und sobald ihr ihnen Autorität gebt, bedeutet das, dass ihr euch zurückziehen und euch aus einigen Dingen heraushalten müsst. Ihr könnt nicht an jedem Detail herumnörgeln. Wir sprachen über die Farben für unsere Zeitschrift und sie wollten einige Farbtöne verwenden, die mir nicht gefielen. Ich sagte, ich mag diese Farben nicht. Und mein Sohn sagte, aber manche Leute mögen sie. Ich sagte, ich aber nicht. Er sagte, oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass es bei alledem um dich geht.
Oha. Ich hatte im Prinzip zu verstehen gegeben, wenn es mir nicht gefällt, geht es auch nicht in den Druck. Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass es bei alledem um dich geht. Nun wisst ihr was, ich brauchte das. Und er ist der Einzige, der sich eine solche Aussage erlauben konnte. Er hatte absolut recht. Mir muss nicht alles gefallen. Nicht alle sind wie ihr. Nicht alle machen alles so wie ihr. Ihr könnt entweder durchdrehen oder euch Hilfe holen. Nun kommt, ich lehre besser, als ihr reagiert. Lasst uns kurz 2. Mose 18 aufschlagen. Ich will euch etwas zeigen, das wird euch klar machen, worauf ich hinaus will. Als Moses Schwiegervater sah, wie viel Mose für das Volk zu tun hatte, sagte er, warum tust du so viel für das Volk? Warum musst du das allein tun? Das ist so, als würde ich euch fragen, warum macht ihr alles selbst? Warum musst du das allein tun? Zeig den Vers bitte nochmal an. Die Leute standen den ganzen Tag hier. Mose antwortete, sie kommen zu mir, um Gott zu befragen. Jeder will, dass ich alles tue. Jeder will am Telefon mit mir sprechen. Jeder will, dass ich dieses und jenes tue. Aber das kann ich nicht. Und deshalb mache ich es nicht. Vielleicht verlassen sich eure Familienmitglieder, eure Freunde und Bekannten völlig auf euch, weil sie es gewohnt sind, dass ihr immer alles macht. Sie sagen, du musst das tun. Niemand macht das so gut wie du. Dann passt jetzt mal auf, seht Mose an. Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich zwischen ihnen schlichte und ihnen Gottes Anweisungen und Vorschriften mitteile. Wisst ihr, wir verhalten uns oft genauso. Jeder kommt zu mir. Ich fühle mich gut, wenn jeder zu mir kommt. Das, was du da tust, ist nicht gut, wandte sein Schwiegervater ein. Passt auf, was er als nächstes sagt. Du reibst dich sonst noch auf und auch für das Volk ist das zu anstrengend. Was passiert hier? Ich glaube, dass Gott jeden von uns mit den Menschen umgibt, die uns helfen können, zu tun, wofür Gott uns bestimmt hat. Das glaube ich wirklich. Ich kann euch sagen, wir tun wirklich viel durch unser Werk. Aber um ehrlich zu sein, außer den Vorträgen, den Büchern und dem Gebet, habe ich mit alledem nicht viel zu tun. Gott hat mir Menschen geschickt, die den Teil tun, den ich nicht tun kann. Aber ich muss sie ihn auch tun lassen. Auch innerhalb eurer Familie gibt Gott euch, was ihr braucht. Einige von euch Damen kümmern sich zu Hause um alles, aber ihr könntet auch eurem Mann ein paar Aufgaben übertragen. Doch dann müsstet ihr ihm in diesen Dingen auch die Autorität geben. Ich muss hier die ganze Arbeit machen. Wir haben nicht die Zeit, auf das alles einzugehen, oder? Wer von euch ist froh darüber? Wir wollen, dass unsere Männer das geistliche Haupt der Familie sind, bis sie es schließlich werden und anfangen, Autorität zu ergreifen. Oh, geh doch lieber zurück in deinen Fernsehsessel. Lehn dich zurück und sieh ein wenig fern. Ich dachte, es wäre gut, wenn du die Rechnungen bezahlst, aber jetzt, wo du mir sagst, was ich ausgeben darf und was nicht, mache ich's doch lieber wieder selber. Danke. Oh, ich habe so viel Spaß, dass ich es kaum aushalte. Amen. Ihr habt Kinder, die auch etwas tun könnten, aber vielleicht machen sie es nicht genauso wie ihr. Ja. Moses Schwiegervater sagte etwas sehr Kluges. Du reibst dich und die Leute auf. Wisst ihr, was passiert, wenn Gott Menschen, die er für bestimmte Dinge begabt hat, in eine Kirche oder eine andere Organisation schickt und niemand Gebrauch von diesen Gaben macht? Sie werden mürrisch und unglücklich und fangen an zu jammern und zu klagen und an allem herumzumeckern. Gott hat uns nicht für Langeweile erschaffen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man zusehen muss, wie jemand versucht, etwas zu tun, das er nicht annähernd so gut kann wie man selbst. Aber oft erlauben es uns die Personen nicht, ihnen etwas abzunehmen, weil sie fürchten, wir könnten ihnen damit etwas wegnehmen oder es nicht exakt so machen, wie sie es tun würden.
Ihr braucht euch nicht davor zu fürchten, verletzt zu werden, wenn ihr mit anderen zu tun habt. Ihr werdet verletzt werden. Das hat euch jetzt nicht gefallen. Aber ihr werdet es überleben. Ihr werdet wachsen und lernen, euch davon erholen und ihr werdet Hilfe haben. Wenn Sie von Furcht gequält werden und die Furcht Sie davon abhält, etwas zu tun, was Sie gern tun würden, habe ich heute eine gute Nachricht für Sie. Die Furcht muss Ihr Leben nicht länger beherrschen. Sie können ihr mutig entgegentreten, sie besiegen und in Jesus den Frieden finden, der Sie befähigt, das zu tun, wozu Gott Sie bestimmt hat. Trotz Furcht können Sie handeln. Ich würde mich freuen, wenn Sie es einplanen, an einer meiner Konferenzen teilzunehmen. Sie sagen vielleicht, Joyce, warum sollte ich das tun, wenn ich dich doch täglich im Fernsehen erleben kann? Wissen Sie, meine Sendungen sind eigentlich nur ein Appetithappen. Doch Teil der Konferenz zu sein, macht erst richtig satt. Joyce Meyer kommt nach Paris und Rotterdam. Inspirierender Lobpreis und lebensverändernde Vorträge. Einfach gewaltig. Das muss man einfach erleben. Das trifft genau ins Herz. Am 8. Mai in Paris auf Englisch, Französisch und Arabisch. Und am 9. Mai in Rotterdam auf Englisch und Niederländisch. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie dabei sind. Tickets und weitere Informationen jetzt auf joycemeyer.fr und joyce-meyer.nl. Dieser ansehnliche kleine Mann hier heißt David und ist 12 Tage alt. Er wurde 2 Monate zu früh geboren und wiegt 1,6 Kilo. Gäbe es dieses wunderbare Heim hier in Uganda, Afrika, nicht, das sich um verwaiste und ausgesetzte Kinder kümmert, hätte David nicht überlebt. Durch die wertvolle Arbeit der Menschen hier und unsere Partnerschaft mit ihnen bekommen viele Kinder die Chance auf ein neues Leben. Also vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott segne Sie. Wow, für mich? Wie aufregend. Manch große Erwartung wird am Ende bitter enttäuscht. Lassen Sie sich doch von Gott überraschen. Zu diesem Thema gibt es eine DVD von Joyce Meyer. Bestellen Sie die DVD Sind deine Erwartungen realistisch? Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.